Los geht's! Leute, heute möchte ich ein bisschen über Bitcoin reden und werden wir aus diesem W-Pattern nach oben ausbrechen. Bis jetzt sieht es danach aus, als würden wir ein bisschen zurückgeworfen werden. Vielleicht schaffen wir es allerdings, einen neuen Versuch zu starten. Darüber werden wir heute also auf jeden Fall reden, aber die meiste Zeit möchte ich heute damit verbringen, und zwar, dass wir über diese On-Chain-Daten reden. Denn diese On-Chain-Daten, die malen jetzt ein ziemlich klares Bild von dem, was momentan im Markt passiert. Das wollt ihr also auf keinen Fall verpassen. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man hier Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert meinen Kanal und vor allem aktiviert die Glocke. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf unser wöchentliches Gewinnspiel von 75 USD Tether aufmerksam machen. Also, wenn ihr daran teilnehmen möchtet, ist alles, was ihr dazu machen braucht, dieses Video bis zum Ende anschauen. Ich werde innerhalb dieses Videos irgendwann eine Frage stellen. Diese müsst ihr dann in den Kommentaren zusammen mit eurer Binance Chain Adresse beantworten. Wenn ihr dann den Kanal abonniert habt und die Glocke aktiviert und außerdem das Video mit euren Freunden geteilt habt, dann nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Gewinner von dem letztwöchigen Gewinnspiel wurde in dem vorigen Video bekannt gegeben. Die Transaktions-ID könnt ihr hier nochmal in diesem Screenshot sehen. Haben, lasst uns direkt mal mit Bitcoin anfangen. Und was man hier jetzt sehen kann, ist, dass dieses W-Pattern, über das wir in dem letzten Video geredet haben. Wir haben es also nicht geschafft, über diese Neckline zu brechen. Zumindest jetzt noch nicht. Allerdings werden wir eventuell auch einen neuen Versuch starten. Schaut euch das mal an. Also, die Preisbewegung bis jetzt. Wir hatten jetzt also einen ziemlich großen Pump bis zu 35.361 Dollar. Das war jetzt also das lokale Hoch von diesem Run von 30.000 Dollar bis nach oben. Und dann sind wir oben abgeprallt und hatten also einen Rücksetzer bis nach ganz unten zu 33.800 Dollar, um dann wieder ein bisschen nach oben zu steigen. Also Leute, wir werden sehen, eventuell können wir ein bisschen mehr Momentum sammeln, um dann durch dieses Level zu brechen. Meine kurzfristige Sicht auf die ganze Sache ist jetzt genauso, wie ich euch die ganze Zeit in meinen anderen Videos gesagt habe. Ich bin der Meinung, dass wir hier diese Aneinanderreihung an Widerständen haben und dass die auch wirklich stark sein wird. Müsste ich wetten, würde ich sagen, dass wir höchstwahrscheinlich nicht heute da durchbrechen, sondern erst einmal seitwärts gehen, bevor wir dann mit einem erneuten Push starten können. Ich meine, wir haben die blaue Linie und den 200er und den 100er Moving Average hier bei Bitcoin auf der 4-Stunden-Chart und ich muss sagen, bis jetzt war es also eine gute Idee, an dieser Stelle Profite zu nehmen von meinem Trade. Klar, die Bitcoin, die ich für mein HODL-Portfolio gekauft habe, die halte ich auch immer noch. Die habe ich ja auch gekauft, damit ich sie nicht noch einmal verkaufen werde. Allerdings für einen Trade sind wir jetzt gerade an einem Punkt angelangt, wo der Widerstand so groß ist, dass es einfach Sinn macht, Profite zu nehmen. Aber heute habe ich auch noch etwas anderes, über das ich mit euch reden möchte. Und ihr wisst ja, ab und zu, da mag ich es, über ein paar On-Chain-Daten zu reden. Und genau das werden wir jetzt machen. Was wir jetzt also auf dieser einen besonderen Chart sehen können, das sind die kurzfristigen Halter von Bitcoin gegen die langfristigen Halter von Bitcoin. Ich weiß, wenn man das Ganze jetzt zum allerersten Mal betrachtet, dann sieht das ein kleines bisschen verwirrend aus. Was diese Chart uns jetzt also zeigt, das ist die Verteilung von Bitcoin. Und zwar haben wir einmal die langfristigen Halter und das Ganze ist in blau eingezeichnet. Wenn sie da im Gewinn sind, dann ist das Ganze dunkelblau eingezeichnet. Wenn die langfristigen Halter allerdings in einem Verlust sind, dann ist das Ganze hellblau. Diese ganze Chart unterstützt jetzt also auch den Glauben, dass Bitcoin langfristig zu halten eine lohnenswerte Sache ist. Im Gegensatz dazu sieht man jetzt also auf dieser Chart auch die kurzfristigen Halter und das Ganze ist in rot eingezeichnet. Das, was man hier in dunkelrot sehen kann, das sind die kurzfristigen Halter, die sich momentan in einem Profit befinden. Und das hellrote, das sind die in einem Verlust. Als kurzfristig wird hier also definiert, wenn man Bitcoin weniger als 6 Monate oder weniger als ein Jahr gehalten hat. Was hier jetzt also auffällig ist, dass mit allem, was momentan passiert ist, also mit Bitcoin, der auf 30.000 Dollar gesunken ist. Und schaut mal, wir sehen hier die komplette Verteilung von Bitcoin. Das Interessante an der ganzen Sache ist jetzt also, dass während dieser Zeitperiode, wo die Wale alles versucht haben, um euch dazu zu bringen, euer Bitcoin zu verkaufen und zwar zu einem super niedrigen Preis, sodass die Wale alles auflöffeln können und kaufen, da sieht man, dass die kurzfristigen Halter von Bitcoin diejenigen sind, die Panik bekommen und ihr Bitcoin überall hin verkaufen. Die langfristigen Halter, die nehmen allerdings momentan zu, dass
Das bedeutet, die kurzfristigen Halter transferieren momentan ihre Bitcoin zu den langfristigen Haltern. Die langfristigen Halter haben jetzt also angefangen zu akkumulieren und die Chart hier zeichnet das Bild ganz schön klar, denn man sieht, dass der blaue Bereich immer größer wird, während der rote Bereich kleiner wird. So, dann lasst uns mal weitermachen und zwar lasst uns mal ein paar jüngere Coins anschauen, die weniger als ein Jahr alt sind. Wenn man sich mal die Transaktion auf dem Bitcoin-Netzwerk anschaut, dann kann man sehen, dass die meisten Bitcoin eben im Bereich von einem Tag bis zu einer Woche alt sind. Diese ganze Aufschlüsselung kann man jetzt also hier ziemlich gut erkennen und die meisten Coins, die momentan transferiert werden, also inmitten von all diesen Drops und allem, was momentan passiert, die meisten dieser Coins sind jetzt also nur einen Tag bis eine Woche alt. Man kann jetzt also sehen, hier geht das Ganze nach unten. Das bedeutet, dass die Leute, die innerhalb dieses Bullenruns eingestiegen sind, die sind die, die momentan verkaufen. Und generell sind es die, die in den ersten Monaten von 2021 verkauft haben. Möglicherweise sogar direkt am Top und diese haben jetzt Panik und kapitulieren und verkaufen in einem Verlust. Okay, dann lasst uns mal weitermachen und zwar schauen wir uns diesmal die Coins an, die älter als ein Jahr alt sind. Also die Coins von einem Jahr bis zu 10 Jahren. Und hier kann man auch sehen, dass diese Anzahl tatsächlich sinkt. Diese Leute, also die langfristigen Bitcoin-Halter, haben jetzt ihre Transfers von Bitcoin reduziert und man sieht diese Spitze hier. Also das sind die Leute, die Bitcoin schon für viele, viele Jahre halten und als wir hier unten am Anfang vom Bullenmarkt waren bei 8000 Dollar. Ich meine klar, viele von diesen Leuten haben jetzt Bitcoin seit 2017 oder länger gehalten und als wir dann gestiegen sind, haben sie ein bisschen Profite genommen, als wir das alte All-Time-High bei 20.000 Dollar erreicht haben und auch als wir weitergegangen sind. Im Allgemeinen sieht man allerdings, dass die Transaktion von alten Coins langsam aber sicher reduziert wird. Also nochmal, Bitcoin wird jetzt momentan transferiert und zwar von den Leuten, die momentan erst in Krypto eingestiegen sind und das zurück zu den Leuten, die schon ganz schön lange gehalten haben. Das Ganze kann man jetzt auch an der allgemeinen Stimmung des Marktes festmachen, denn sobald Bitcoin nach unten gecrashed ist, also bis auf 30.000 Dollar, da war auf einmal die Stimmung so negativ, wirklich extrem negativ. Doch lasst uns mal weitermachen und was wir momentan wissen, ist, dass Mining langsam aber sicher aus China abgezogen wird und das hat man durch diese Reduzierung der Hashrate von 16% gesehen. Das ist also absolut richtig, doch eine wichtige Sache hierbei ist, dass Miner auch Bitcoin verkaufen. Schaut euch mal das an, das hier sind die Guthaben auf den OTC-Desks. Und was sind OTC-Desks? Im Grunde genommen ist das jetzt also ein Desk, bei dem Bitcoin aus dem Markt raus verkauft werden. Angenommen, ich wollte jetzt 10.000 Bitcoin kaufen, dann würde ich nicht einfach auf Binance gehen oder auf Coinbase und auf Kaufen drücken mit mehreren Millionen an Dollar, sondern ich würde zu diesem Desk gehen, zu diesem OTC-Desk und sagen, hey, ich möchte 10.000 Bitcoin kaufen. Bitte besorgen Sie diese für mich. Und man konnte hier auch Inflows von Bitcoin zu den OTC-Desks sehen im Mai und zwar 3500 Bitcoin, aber diese wurden sofort aufgekauft und man kann jetzt also sehen, 3500 Bitcoin sind reingegangen und 3000 sofort wieder raus. Das gleiche Spiel im Juni, 3000 Bitcoin rein, das Guthaben steigt und irgendeiner hat das Ganze aufgekauft und wieder nach außen transferiert. Wer sind jetzt also die Leute mit dem Insiderwissen und wer sind die Leute, die die ganzen Bitcoin aufkaufen, während alle anderen Panik haben? Das ist die große Frage. Außerdem wichtig ist es, sich die Funding Rates anzuschauen, doch hier werde ich jetzt in diesem Video nicht näher drauf eingehen. Worauf ich allerdings eingehen werde, das ist hier im Juni. Da hatten wir die wirklich allergrößte Kapitulationskerze, die wir jemals gesehen haben. Wir haben vorher noch nie so viele Bitcoin gehabt, die in einem Verlust verkauft wurden. Und nochmal, das bedeutet, dass Marktteilnehmer, die quasi gerade erst in den Markt eingestiegen sind, jetzt gerade in einem extremen Verlust verkaufen. Und wenn diese jetzt also in einem Verlust verkaufen, was glaubt ihr, wer das Ganze aufkauft? Selbstverständlich die Wale, Institutionen und so weiter. Und das sieht man auch an diesen OTC-Charts hier. Die Leute haben Panik, verkaufen ihre Bitcoin und zwar direkt in die Hände von diesen Leuten. Und selbstverständlich kaufen sie auch von den OTC-Desks. Im Grunde genommen war das auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich wollte euch heute On-Chain-Daten zeigen, die erklären, was momentan an dem Markt passiert.
On-Chain-Daten, die zeigen, dass Bitcoin von den Leuten, die gerade erst in Krypto eingestiegen sind, in den letzten 6 Monaten jetzt verkauft werden, und zwar in die Hände von Leuten, die Bitcoin schon ganz lange halten, in die Hände von Institutionen und von Wahlen. Und genau deshalb sage ich immer, klar, eventuell werden wir auch noch tiefer sinken, keiner hat eine Kristallkugel und niemand weiß, was passieren wird, aber Bitcoin bei $30.000 zu kaufen, ist viel, viel besser, als es bei $60.000 zu kaufen, auf jeden Fall. Und erinnert euch daran, dass die Leute, die mir jetzt bei $30.000 gesagt haben, ich wäre ein Dummkopf, dass ich Bitcoin kaufen würde, das waren die, denen ich gesagt habe, dass sie vorsichtig sein sollten, bei 65.000 in einen Trade einzusteigen. Jetzt würde ich gerne von euch einmal wissen, glaubt ihr, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um in einen Trade einzusteigen? Lasst mich die Antwort einfach mal unten in den Kommentaren zusammen mit eurer Binance Chain Adresse wissen, wenn ihr dann den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt und außerdem das Video mit euren Freunden geteilt habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Und das war's auch schon wieder für dieses Video, ich hoffe es hat euch gefallen, falls ja, abonniert meinen Kanal und lasst auch mal ein Like da und wir sehen uns dann im nächsten Video.